obwohl ich eigentlich Juristin bin, habe ich schon immer für Bildung gebrannt. Es mag daran liegen, dass mein Vater Volksschullehrer ist und wir deswegen zu Hause auch schon immer ganz viel über Bildung diskutiert haben. Und so habe ich mich auch schon dann als Kommunalpolitikerin für die Bildung eingesetzt, hier in Anstein als Bürgermeisterin mit dem Bildungs- und Generationenzentrum und auch als Kreisrätin von Main-Spessart im Schulausschuss. Ja, mir ist wichtig, immer zu betonen, jedes Kind ist anders. Ich sagte auch gerne, jedes Kind ist besonders. Und deswegen muss unser Anspruch sein, jedes Kind nach seinen individuellen Talenten und Begabungen bestmöglich zu fördern. Und dafür bietet unser differenziertes Schulsystem schon sehr gute Voraussetzungen. Wir konnten wirklich schon einiges jetzt auf den Weg bringen. Wir haben beispielsweise erreicht, dass 5000 zusätzliche Lehrerstellen geschaffen werden bis 2023 und damit die Unterrichtsversorgung weiter verbessert wird. Wir haben 500 zusätzliche Stellen für multiprofessionelle Teams an den Schulen einstellen können und wir haben ein Sonderprogramm Entfristung aufgelegt. Das bedeutet, dass wir mehr Lehrkräfte jetzt in die Verbeamtung bzw. in unbefristete Verträge überführen konnten. Ganz wichtig für uns auch, wir haben ab diesem Schuljahr Alltagskompetenzen in den Schulen verpflichtend eingeführt und natürlich haben wir auch der Digitalisierung jetzt einen kräftigen Schub verpasst. Wir haben einerseits eine flächendeckende Fortbildungsoffensive auf den Weg gebracht, wir haben Endgeräte für Lehrkräfte und Schüler jetzt und wir haben auch die digitalen Klassenzimmer weiter ausgebaut. Also mir liegen ganz besonders am Herzen die Schulen im ländlichen Raum. Ich bin der Meinung, es darf einfach keinen Unterschied machen, ob ich als Kind in einem Ballungsgebiet aufwachse oder im ländlichen Raum. Das ist für mich eine Frage der Chancengleichheit, aber auch der Bildungsgerechtigkeit. Und ein zweites Thema, was für mich sehr wichtig ist, ist das Thema Wertebildung und Demokratieerziehung, weil ich der Auffassung bin, dass das ganz entscheidend ist für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und für das Miteinander. Heimat ist für mich erstmal ein Lebensgefühl. Heimat gibt mir Halt und ich würde sagen, ich trage meine Heimat auch immer im Herzen, egal wo ich bin. Also stolz ist, glaube ich, der falsche Ausdruck, aber ich freue mich natürlich immer, wenn Projekte gelingen. Ein Beispiel ist das Ansteiner Bildungs- und Generationenzentrum, das ich noch als Bürgermeisterin mit initiiert habe, weil mir lebenslanges Lernen und auch ein Lernen der Generationen voneinander und miteinander sehr wichtig sind. Lebensfreude. Verantwortungsbewusstsein. Main-Spessart. Dass ich gesund bleibe.